Die Maxvorstadt, mittlerweile der Party-Hotspot in München. Gröhlende Menschenmassen, laute Musik. Für die Anwohnerinnen und Anwohner der Türkenstraße ist das eine enorme Belastung. Die Stadt hat darauf zwar mit einem örtlichen Glasflaschenverbot reagiert, doch das reicht den Betroffenen nicht. In einer Petition fordern sie ein Alkoholverbot ab 22 Uhr. Weil die Leute dermaßen sich anheizen, dass es hier zu unhaltbaren Zuständen kommt. Also es kommt zu Pöbeleien aufgrund, und dann, was ich schon erwähnte, die Lärmemission. Die Leute urinieren überall vor die Hauseingänge, vor den Zaun hinten wird uriniert. 750 Betroffene haben die Petition bisher unterschrieben. Der Bezirksausschuss Maxvorstadt unterstützt das Alkoholverbot an der Türkenstraße, fordert aber ein Münchner Gesamtkonzept. Es ist hier nicht damit getan, dass wir einen Straßenzug abriegeln und dann quasi eine Weiterverlagerung in andere Straßenzüge hervorrufen, sondern was wir möchten, was wir uns wünschen, ist eine Entwicklung von Gesamtkonzepten, damit einfach Feiern in der Stadt in dem Rahmen, in dem es möglich ist, wieder möglich gemacht wird und damit wir hier keine Vertreibungstaktik von Straße zu Straße initiieren. Für die Münchner Polizei ist ein Alkoholverbot als Maßnahme an der Türkenstraße durchaus vorstellbar. Alkoholverbot ist immer dann da sinnvoll, wenn es an diesen Örtlichkeiten dann auch umgesetzt werden kann tatsächlich. Wir haben aber natürlich auch hier einen Gastronomiebetrieb in den verschiedenen Bereichen der Türkenstraße. Der ist zeitlich limitiert. Somit ist bis zu diesem Zeitpunkt wäre ein Alkoholverbot wenig sinnvoll, ganz klar. Danach, zur Nachtzeit, kann man sicherlich darüber als mögliche Maßnahme reden. 50 Unterschriften benötigt Initiator Werner Brückner noch, bis die geforderten 800 Unterschriften erreicht sind. Dann kann er die Petition an das KVR übergeben und das muss dann über ein mögliches Alkoholverbot entscheiden.